Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir sind in Kapitel 10, Zimmerservice in der Villa Scaletta am 15. Juni 1951. Das Telefon bimmelt. Wie eigentlich immer. Blödes Telefon. Immer weg hier. Geh ans Telefon. Niemals. Oh, ich merke irgendwie Hunger. In jeder Wohnung das Telefon neu suchen muss. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Na hey Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Ja, okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Na, super. Ich glaube, ich weiß, was wir hier in dem Kapitel machen müssen. Wird auf jeden Fall nicht schlecht. Und meine blöde D-Taste kommt immer. Na gut, wir werden es überleben. Yeha, meine Yeha. Schnauze. Hey, pass auf! Pass ich aber nicht, was sagst du? Empire Bay. Empire Bay. Passt das doch, oder? Tell me why. Ach du Scheiße. Schuhwolle. Schuharschloch. Schuhandes Auto. Schuhbrücke. Ja. Wir machen sogar Platz, wenn ich hupe. Ist das nicht nett von denen? Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich will es trotzdem nochmal machen. Schade, so schlimm ist es ja, war es ja gar nicht. Schade, schade. Ach, sind wir heute wieder reich. Wenn wir nochmal vor lauter Reichtum mal das Auto aufrüsten, nicht wahr? Hallo Vito, wie geht's? Ach, ganz gut, und dir? Hey Vito, womit kann ich dienen? Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Ich tu nur so. Ich kenn's mich doch. Bitte, such dir ein Motiv aus. Sieht eigentlich alles scheiße aus, oder? Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Und schon. Dann reich sind wir noch. Vielen Dank, Kumpel. Reich genug sind wir. Danke für den Besuch. Ja. Ganz großes Kino. Macht ihr fällig die Augen? Mach du doch die Augen zu. Waffen noch an. Geht ja so nicht, dass man hier keine nachgeladenen Waffen hat. Klopf, klopf.
Eine altbekannte Gegend. Oh. Und ich mit einem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst fast in die Hose morgen, geschissen. Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Iren voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Ja, aber... Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier lass drauf das drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja lass schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik, so viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs, ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clemente was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Bein auch nicht gefallen. Tschüssi. Hey Joe, sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Ja. Kit. Ich will mein Auto fahren. Wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. Ich dachte, der Typ fährt. Aber fein, nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Nein? Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Jawohl, Sir. Mach mal. Wird in 0,6 allergisch sein. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Bin ich oder was? Verstanden. Ach ja. Sagt schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Hey, meine D-Taste klemmt nicht mehr. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige.
Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. 2 Sekunden später, Piep. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Park da und lass alle knarren hier. Nicht, dass du uns Clementis Leute fehlst und wir auffliegen. Ach Mann, meine schon knarren. Die knarren sicherlich. Hahaha. Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet. Das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir ja echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Ich glaube, er wäre lieber besser. Wäre lieber mitgekommen. Besser mitgekommen. Ach, Scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Hey. Kann ich Ihnen helfen? Hast du Ting Lao gesehen? Ja. Und wo ist er? Er macht Pause. Machen wir mit Zürf. Na du Sack, brauchst du lange. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Es tut mir leid. Was soll's? Verschwinden wir von hier. Frieda. Siehst du, läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Putzuniform anziehen. Vito, Moment. Hier, kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Auch nicht schlecht. Legen wir los. Hey, ihr zwei, hier rüber. Ja, wo ist die Schweinerei weg, ihr Idioten. Okay, du Vollidiot. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Wie du zum Beispiel? Na los, Bewegung! Oh. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Ist das nicht Hendrik? Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Na gut, Henry. Henry irrt ein bisschen. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet.